Viele dieser Standards für die öffentliche Verwaltung sind in Gesetzen und Vorschriften festgeschrieben. Beratung im Fokus. Zeitenwende, das ist so ein Begriff, den hört man jetzt aller Orten. Und es ist ja in der Tat vieles in Bewegung. In unseren Projekten spüren wir das schon seit Langem. Die Schere öffnet sich immer weiter zwischen dem zu bewältigenden Arbeitsvolumen und den dafür zur Verfügung stehenden Ressourcen. Die Aufgaben der meisten Behörden steigen stetig. Und wenn nicht quantitativ, dann qualitativ. Es bleiben immer mehr Stellen immer länger unbesetzt, weil sich die demografische Entwicklung immer stärker bemerkbar macht. Das ist ja nicht so, dass wir die Hälfte der Aufgaben einfach mal so wegstreichen können. Sagen, ach, das haben wir jetzt gemerkt, die sind überflüssig. Viele dieser Standards für die öffentliche Verwaltung sind in Gesetzen und Vorschriften festgeschrieben. Es gibt also eine ganz starke Kurve nach oben und unsere Kurve Personal eher nach unten. Der Arbeitsaufwand steigt. Und das ist aber ein Massenphänomen jetzt für alle, dass die Demografie voll zuschlägt und jedes Jahr oder fast jeden Monat sich verschärft das Problem. Dafür brauchen wir eine ganz neue Herangehensweise. Kleinteilige Veränderungen werden nicht die Optimierungspotenziale erzielen, die wir brauchen, um diese dramatisch auseinanderklaffende Schere wieder zu schließen. Das heißt, wir brauchen Disruption und die liegt ausschließlich, soweit wir das beurteilen können, in einer Digitalisierung. Also wir müssen die Problemlösung immer von beiden Enden her betrachten. Jede organisatorische Veränderung, und die relevanten sind insbesondere Veränderungen in den Leistungsprozessen der jeweiligen Verwaltung, müssen immer von Anfang an auch in die technische Lösung gedacht werden. Und auf der anderen Seite, überall dort, wo wir technische Lösungen bereits haben, die eingesetzt werden sollen, müssen wir aber die Organisation, die Prozesse mitdenken, in die das Ganze einzubetten ist. Die Vision hat in den Beratungsprojekten genau diese Themen im Fokus. Die Vision kann für jedes relevante Thema Spezialistinnen und Spezialisten in den Projekten einsetzen. Anforderungserhebung und Analyse, organisatorische Konzepte, Design neuer Prozesse bzw. Optimierung vorhandener Prozesse, Organisationsberatung einschließlich Personalbedarfsermittlung, Einführung, Erstellung, Migration von technischen Systemen, Architekturmanagement, Projektmanagement, sowohl klassisch als auch in agilen Umgebungen, Testmanagement, Ausschreibungsberatung, Softwareentwicklung, Make or Buy. Die Vision bietet Expertise nach Kundenbedarf. Und damit schließt sich der Kreis. Beratung im Fokus. Die Vision hat ihre Themen ganzheitlich im Blick.